Hi, mein Name ist Chris Görke, ich bin Mitbegründer von Guitar Masterplan. In diesem Video geht es darum, wie du zum Beispiel mit dem Moll Pentatonic Pattern 1 selber Riffs kreieren kannst. Ich habe ein Beispiel vorbereitet, das Beispiel ist in G-Moll geschrieben. Wir spielen mit der Pentatonik, nutzen einen Ton noch aus der normalen Molltonleiter und kreieren daraus einen eigenen Riff. Zuerst kommt das Spielvideo und dann schauen wir uns das Ganze im Detail an. Okay, Riffs schreiben mit Pentatonic Pattern 1. Pattern 1 kennen die meisten Gitarristen als das A-Moll Pattern 1, fünfter Bund. Wir wollen diesmal in G spielen und verschieben dieses Pattern einfach in den dritten Bund und somit spielen wir in G-Moll, in der G-Moll Pentatonik. Wenn wir uns Takt 1 ansehen, dann siehst du gleich mal, wir starten mit G. Hier nutze ich übrigens gerne den Daumen, weil darauf ein Double Stop folgt. Double Stop heißt zwei Saiten in dem Fall gemeinsam angespielt. Die D- und die G-Saite im dritten Bund ergibt einen Double Stop. Darum greife ich hier gerne mit dem Daumen. Weil das Umgreifen leichter fällt. Ja, erster Takt. Mit diesem Lauf abwärts. Ein Ton ist nicht in der Pentatonik im Muster, der fünfte Bund nämlich. Den borgen wir uns von der G-Moll-Tonleiter aus, dann klingt es etwas runder, wenn es schön abwärts läuft von diesem Basslauf. Das ist der erste Takt. Der zweite Takt, wieder mehr Double Stops. Auf der A- und auf der D-Seite. Fünfter Bund, dritter, fünfter. Und wieder unseren Lauf. Der dritte Takt ist ident wie der erste. Und im vierten Takt beschäftigen wir uns wieder mit mehr Double Stops. Und haben wieder unseren Basslauf nach unten. Ja, diese Double Stops, mit denen kannst du selber schön Riffs aufbauen, Riffs kreieren in Pentatonic Pattern 1, in diesem Fall G-Moll. Also einfach mal experimentieren, wie so Double Stops klingen und eben kleine Läufe integrieren wie hier. Und so kannst du eigene Riffs auch aufbauen. Und natürlich, erster Schritt mal vielleicht diesen Riff lernen und dann schauen, wie kannst du das selber in deinem Spiel nutzen. Ja, du hast gesehen, es ist gar nicht so schwierig, dass man eigene Riffs kreiert, zum Beispiel mit Hilfe vom Pentatonic Griffmuster 1, in dem Fall hatten wir G-Moll und wir haben daraus Double Stops genutzt und haben einzelne Noten, Single Notes genutzt und ja, mit ein bisschen Groove ergibt das schon ein cooles Rock-Riff, wo man drüber improvisieren kann oder auch mit anderen Spielen ein bisschen abwechseln, Solo, Rhythmus-Gitarrenspiel, ist auch ein sehr wichtiges Training. Ja, wenn du zum Thema Riffs, Riff-Writing mehr wissen möchtest oder wenn du verstehen willst, wie bauen die größten Rock- und Metal-Bands ihre Riffs auf, dann klick auch gerne den Link in der Videobeschreibung. Da geht es zum Rock und Metal Riff Masters Kurs. Das ist das Songbook dazu, also ziemlich dick, ziemlich umfangreich. Und ja, im Riff Masters beschäftigen wir uns natürlich ausschließlich mit Riffs der besten oder interessantesten Rock- und Metal-Bands unserer Zeit. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Klick gerne auf den Link und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, rock on!